Ja, grüße dich, herzlich willkommen zum Weekend Flow. Heute geht es um den Beckenboden. Dazu bin ich mich in letzter Zeit sehr häufig gefragt worden, was kann man da machen, wie kann ich meinen Beckenboden befreien, sodass es wieder richtig funktioniert. Und ein gut funktionierender Beckenboden ist super wichtig, vor allem für Rückenschmerzen. Ja, du hast richtig gehört. Ein verspannter Beckenboden erhöht den Druck auf deinen Rücken, auf deinen Bandscheiben und somit kann das richtig auch Rückenschmerzen auslösen. Natürlich auch Inkontinenz. Ja, also es löst so viele Dinge aus, Unwohlsein und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, auch etwas für den Beckenboden zu tun. Und ich zeige dir heute, wie du ihn einmal lösen kannst, lockern kannst und dann aktivieren kannst. Und ja, ich lade dich darauf ein, direkt mitzumachen, damit du auch hier die Magie der Übung an dir spürst. Und das tut dir richtig, richtig gut. Und vor allem wird es wahrscheinlich auch sehr anstrengend für dich sein, weil dieser Bereich, ja, da macht man kaum was für. Genau wie für die Füße. Wenn du mich hier schon länger verfolgst, dann bete ich hier immer hoch und runter, was für die Füße zu tun. Und Beckenboden ist genau so ein Schlüsselfaktor für deinen Rücken wie deine Füße. In meinem Rückenprogramm ist automatisch auch Übung für den Beckenboden dabei. Die sind nur nicht so als Beckenübung oder Beckenbodenübung deklariert. Aber das ist ja auch nicht dramatisch. Nur heute, wie gesagt, weil ich öfters jetzt danach gefragt worden bin, kommen jetzt einfach mal ein paar Übungen, wie man den Beckenboden befreit. Und da gehen wir jetzt direkt einmal los. Und zwar die erste Übung. Die Füße zeigen nach außen, so wie es halt geht. Ja? Und wenn du jetzt hier schon Probleme hast mit dem Stehen, dann mach erstmal so, dass die Füße, dass du sie erstmal so weit nach außen drehst, dass du noch einen stabilen Stand hast. Aber optimalerweise eine Linie nach außen, wo die Schultern hin zeigen, da zeigen auch deine Füße hin. So, jetzt streckst du die Arme nach oben, jetzt schiebst du die Knie nach außen und jetzt gehst du so tief runter, wie du gehen kannst. Die Arme bleiben oben und jetzt machst du hier mit dem Becken, schiebst du nach vorne und zurück. Und dabei die Arme nach oben stechen hier. Zack, 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 zack. Und dann wieder hochkommen. Dann gehst du wieder runter, machst quasi Becken aufrichten, Becken nach hinten und wieder hoch. Und wenn du das Becken aufrichtest, hier, schiebst du die Arme nach oben und wieder hoch. Und nochmal. Du gehst immer so tief, wie du gehen kannst und hier, zack, zack, und wieder hoch. Umso tiefer du gehst, desto anspruchsvoller ist es, das Becken aufzurichten. Hier nochmal. Zack, hoch, zack, 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 und nochmal. Und noch einmal. Wie oft machst du das? Das machst du so 5 bis 10 Mal. Also den ganzen Zyklus. Hast du die erste Übung. Die zweite Übung. Du streckst ein Bein nach vorne, sodass die Innenseite ja so nach vorne zeigt oder halt schräg nach oben zeigt. Arme streckst du hier nach oben oder kannst du auch gerne ausbreiten für mehr Stabilität. Und jetzt mach dein Bein erstmal so eine Stechbewegung. Jetzt ziehst du es ran, beugst es ran, drehst es nach innen. Wieder ranbeugen. Und jetzt wanderst du immer mit ranbeugen. Du schiebst quasi die Innenseite einmal nach oben und einmal nach unten. Verdrehst du sie. Und das, da siehst du, brauchst du gut Stabilität auch. Und das machst du so weit rum, wie es geht, und dann wieder von vorn. So, wenn du das gemacht hast, dann spielst du einfach mal hier, machst so Achten mit deinem Bein. Dann ist das nämlich alles schon lockerer. Ja, beugen, strecken und einfach hier überall drehen. Da merkst du, wie das dann hier alles arbeitet. Natürlich dann mit den anderen Beinen genauso. Erst wieder hier anfangen. Ja, hier. Du kannst das noch intensivieren, indem du dein Becken dabei nach vorne schiebst. Das ist die zweite Übung. Dann machen wir noch eine Übung auf die Fersen. Und jetzt rollst du auf die Fersen ab und springst so leicht nach oben. Aber so federleicht, dass man das Aufkommen gar nicht hört. Ja? Zack. Zack. Und dabei spannst du den Bauch an, also ziehst den Bauchnabel ein. Und dann
versuchst du, als wenn du auf Toilette sitzt und dann zwischendurch das anhältst. Das spannst du alles an, also Pobacken zusammenkneifen und dann zack, bam. Wenn du in der Luft bist, kannst du kurz loslassen, aber dann sofort wieder zusammenkneifen. Zack, 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 zack. Und jetzt kommt eine Kombination, also das ist eigentlich, also zähle ich als eine Übung. Und jetzt machst du das quasi zur Seite. Das heißt, die Beine, die Knie schiebst du nach außen. Jetzt gehst du hier auf die Fußspitzen, auf die Fersen. Und dann hier. Da wirst du merken, es ist gar nicht so leicht. Und du hast ja immer auch ein dominanteres Bein, wo du immer als erstes mit abspringst. Bei mir ist jetzt das rechte. Das heißt auch dann mit links als erstes. Und immer versuchen, die Knie nach außen zu schieben. Und du kannst hier richtig tief landen und dich nach oben abstützen. Rausstoßen sozusagen. Und dann merkst du schon an mir, wie anstrengend das ist. Aber du merkst hier auch, ja, dass da richtig was tut. Also die Übung ist am anspruchsvollsten. Wenn das nicht sofort klappt, nicht traurig sein, nicht böse sein. Einfach machen, heißt die Devise. Machen, machen, machen. Und dann wirst du merken, dass es immer besser wird. Also du fängst erstmal aus der leichten Hockposition an und machst das. Immer Ferse, Vorfuß. So, wenn das gut klappt, stoß dich nach oben ab und versuchst tiefer zu landen. Und dann natürlich, wie gesagt, ich leite das über meinen rechten Fuß ein und dann natürlich auch über die unangenehmere Seite einleiten. Also hier. Und tief landen. Und du merkst, umso öfter du das machst, desto tiefer kommst du auch. Das zieht hier nicht mehr und dein Beckenboden wird somit freier und kann besser funktionieren. Und leichte Springübungen sind elementar für den Beckenboden. Weil der Beckenboden funktioniert unter anderem wie ein Trampolin. Es wird vorgespannt und dann wieder losgelassen. Und wenn man das, dieses System oder die Thematik berücksichtigt, kriegt man das Becken oder den Beckenboden viel schneller freier von Verspannungen, von Verklebungen. Und das merkst du daran, dass du einfach hier jetzt dich komplett freier fühlst. Geh mal ein bisschen umher, da merkst du direkt, wow, das tut richtig, richtig gut. Die Übungen sind auch sehr gut für Menschen, die viel stehen, die viel joggen, Sport machen, auch als Ausgleichsübung. Hervorragend. Wie gesagt, dein Rücken profitiert davon. Deine inneren Organe profitieren davon. Wenn du inkontinent, wenn du da Probleme hast, da wirst du von profitieren. Na, da wirst du vielleicht sagen, oh, das Hüpfen ist ja total unangenehm. Ja, weil es dein Körper nicht mehr kennt, weil du es nicht mehr machst. Aber mach das mal und du wirst merken, dass das Problem sich verschiebt und immer weniger wird. Du musst es nur machen und es zulassen. Und du kannst es ja zu Hause machen. Dann ist es ja nicht schlimm, wenn das mal ganz kurz ein bisschen in die Hose geht, ein paar Tröpfchen. Ja? Und dann wirst du aber feststellen, wenn du es regelmäßig machst, wenn dein Beckenboden richtig wieder schön geschmeidig ist und richtig gut funktioniert, dann hast du da auch weniger Probleme. Ja, das war's dann für heute. Ich würde mich freuen, wenn du mal einen dicken, fetten Daumen nach oben machst und dieses Video auch gerne teilst, weil mit dem Beckenboden, das ist nicht nur ein Frauenthema. Liebe Herren, auch ihr habt da Probleme und müsst dafür was tun. Ja, also jeder sollte für den Beckenboden was tun. Insbesondere dann, wenn man inkontinent ist und vor allem, wenn man Rückenschmerzen hat. Wenn du die Übung jetzt mitgemacht hast, du fühlst dich sofort hier freier. Probier es mal aus, das ist echt der Hammer. Und dann siehst du, wie das alles zusammenhängt. Okay, also Daumen hoch machen, gerne Video teilen über WhatsApp, Facebook, YouTube, was auch immer. Und
Derjenige wird sich freuen, er wird sich besser fühlen und du schenkst ihm mehr Lebensqualität damit. Und das passiert definitiv, wenn du ihm einfach mal ein paar Videos von mir anschaust bei YouTube und schau dir mal in die Kommentare, was Menschen darunter schreiben. Ich habe erst heute Morgen wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, der mir geschrieben hat, der mir eigentlich vor Monaten eine E-Mail schreiben wollte, hat es auch vergessen auf Senden zu drücken und hat dann mit meinen Videos sein Problem gelöst und hat dann mir geschrieben, nochmal die Original-Mail und darunter hat er geschrieben, ich brauche gar nichts mehr machen, ich muss mich gar nicht mehr melden, weil das Problem ist jetzt weg. Ja, also mit den Übungen schafft es wirklich jeder, seine Lebensqualität zu verbessern. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und wenn du mir nicht glaubst, mach es einfach und du wirst magische Momente mit dir und deinem Körper erleben. Ja, dafür mache ich das. Ich mache hier keine Ego-Show, sondern ich mache das, weil ich Menschen helfen möchte, mehr Lebensqualität zu erlangen. Weil einfach da draußen es zu viel Müll gibt, zu viele Übungen, die eigentlich gar nicht viel bringen, aber angepriesen werden als der Heilsbringer und so weiter und so fort. Ich will mich da nicht einreihen, sondern ich will mit Tatsachen überzeugen, mit Übungen, die wirklich funktionieren. Und bei meinen Übungen spürst du das sofort. Mach sie und du wirst sofort die Magie erleben. Dann noch einen schönen Sonntag. Wir sehen und hören uns. Bis bald, dein Tobias. Ciao.